ist Veronika aus Wien. Ich habe Ende Jänner meinen Sohn geboren und habe im Oktober davor mich dazu entschlossen, den Online-Kurs bei der Christin zu machen und mich mit der Meditation auf die Geburt vorzubereiten. Mein Beweggrund war eigentlich der, dass ich gesagt habe, okay, ich habe eigentlich schon eine Wahlhebamme, eine Beleghebamme, aber ich wollte mir einfach noch dieses zusätzliche Tool irgendwie für die Geburt bereitlegen, beziehungsweise wollte ich wirklich mich sehr positiv, also so positiv wie nur ging, auf die Geburt einschwingen und kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, insofern auch wenn man sagt, wenn man vielleicht noch zögert und sich nicht ganz sicher ist, ob das wirklich was für die Geburt für einen ist. Es ist, ich glaube, generell ein Tool fürs Leben sozusagen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als in der Schwangerschaft sich mit dem zu beschäftigen und sich diese Tiefenentspannung oder diese, ja, also diese Meditationen zu üben und so zu lernen, in die tiefe Entspannung zu kommen. Also das war dann auch mein Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, sollte das bei der Geburt dann nicht klappen oder sollte ich es bei der Geburt nicht anwenden wollen, dass ich trotzdem auch jetzt in den Zeiten von Corona was Neues gelernt habe oder meinem Körper was Neues beigebracht habe und vielleicht auch damit Kindern das vielleicht ganz gut brauchen könnte. Genau, also ich habe dann eben in der 25., 26. Woche angefangen zu meditieren, habe das wirklich so, wie die Christin auch beschrieben hat, immer gleich in der Früh gemacht, gleich nach dem Aufwachen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist Schlafmaske an, Duftöl aufgemacht und die Kopfhörer reingegeben. Das war wirklich ein idealer Zeitpunkt. Ich habe das ein paar Mal dann nicht gemacht und gemerkt, unter dem Tag, wo ich auch noch in der Arbeit war, ist es mir einfach viel schwerer gefallen, diese Zeit zu finden. Und ich war einfach hochkonzentriert nach dem Aufwachen. Ich habe mich dann teilweise eben auch aufgesetzt, damit ich nicht wieder einschlafe. Also es hat wirklich super funktioniert. Ich habe die beste Zeit eigentlich oder das größte Learning habe ich so circa 5 Wochen, nachdem ich angefangen habe, empfunden. Da habe ich wirklich gemerkt, Wahnsinn, was der Körper, wie schnell der Körper Sachen lernt oder wie gut das funktioniert. Zum Ende hin, in den letzten Wochen davor, habe ich dann viel stärker in den Meditationen variieren müssen, weil ich einfach schon alles kannte und genau wusste, welches Wort kommt. Und man da, also ich habe mich schwerer getan, mich zu konzentrieren und mich da nochmal darauf einzulassen, als eben in den ersten Wochen nach Start. Hat aber dann mit den ganzen Variationen gut funktioniert und ich habe es eigentlich bis zum Schluss auch mit dem Üben jeden Tag durchgezogen, also mindestens einmal am Tag. Wenn ich Lust hatte, dann vielleicht auch noch ein zweites Mal oder dann eben diese Varianten mit der Gehmeditation oder Meditation bei Störungen oder so. Also ich habe dann wirklich versucht, viel zu variieren. Genau. Die Geburt selbst war, also der Tag der Geburt, da war das Ganze so, dass ich eigentlich in den Wochen davor schon einmal in der Nacht wirklich auch gemerkt habe, okay, das sind jetzt vielleicht ein bisschen stärkere Übungswehen. Da habe ich mir damals dann auch schon die Geburtsvorbereitung reingegeben, also die Christin quasi mir ins Ohr hineingesteckt in der Nacht, hat aber dann wieder aufgehört. Und an dem Tag, wo der kleine Mann geboren worden ist, war es so, dass ich um ca. 16 Uhr das erste Mal wirklich eine Kontraktion gespürt habe, die einen Anfang und ein Ende hatte. Ganz schwach eigentlich. Und habe mich aber dann eigentlich gleich, habe mich an Christins Worte erinnert und habe mich eigentlich gleich zurückgezogen, um mich da einzuschwingen. Das heißt, ich habe mich aufs Sofa gelegt. Ich habe auch wieder alles so vorbereitet, wie ich es kannte. Mit dem Duftöl, mit der Schlafmaske, mit den Kopfhörern und hab diese drei Stützen, also mit der Atmung, mit der Visualisierung, mit der tiefen Entspannung, mich probiert da eben einzuschwingen, was wirklich, wirklich großartig war. Also ich kann das jeder Frau ans Herz legen, wenn ihr den Verdacht habt, dass es losgeht,
konzentriert euch nur mehr auf euch. Ja, also das war wirklich super, weil ich gemerkt habe, die Wellen werden schnell höher. Ich habe dann auch bin dann auch ziemlich schnell in die Badewanne gegangen, um zu checken, ob das jetzt nur eine Übung ist oder ob es jetzt tatsächlich losgeht. In der Badewanne, also hatte ich auch die ganze Zeit die Kopfhörer auf, war dann eine Stunde in der Badewanne. Die Abstände wurden dann auch gleich geringer. Ich war dann nach der Badewanne schon bei 3 Minuten, unter 3 Minuten. Und konnte aber die ganze Zeit eigentlich wirklich gut mitwachsen. Dadurch, dass ich die ganze Zeit bei mir war und mir das auch wirklich immer so vorgestellt habe, wie die Welle anrollt, wie sie höher wird, wie ich sie wegatme und mich einfach auf dieses Gefühl der Dehnung und auch das Gefühl von dem Druck und von dem, also ich habe mich auf das Ganze probiert von Anfang an eben einzuschwingen, einzustellen und das Ganze eigentlich auch schon, wie gesagt, ich habe das niemals mit Schmerz irgendwie verbunden oder habe das von Anfang an versucht, so nicht zu verknüpfen. Genau, in der Badewanne habe ich dann gemerkt, ich muss die Wellen wegtönen und habe dann auch beschlossen, dass ich mich da vollkommen dem Ganzen hingebe und einfach nur das mache, was mir mein Körper eigentlich sagt. Als ich dann aus der Badewanne draußen war, war dann eigentlich schon der nächste Treffpunkt im Krankenhaus. Und weil die Hebamme gemeint hat, das hört sich schon alles so gut an, dass wir es losdüsen sollten. Wir haben uns entschieden für einen Krankentransport, weil ich liegend transportiert werden wollte. Das war für mich wirklich gut, auch im Nachhinein. Dadurch, dass ich die Kopfhörer auf hatte, ist es mir wirklich gut gelungen, dass ich aus der Meditation nicht rauskomme. Ich habe mich rückversichert mit den Sanitätern, dass ich die Kopfhörer aufbehalten kann und dass die Kommunikation über meinen Partner abläuft. Und das haben diese dann auch getan. Also das ist einfach auch ein super Zeichen, wenn man diese Kopfhörer oben hat, dass man nicht gestört werden will. Er hat eigentlich jegliche Fragen dann beantwortet und ich konnte bei mir sein. Und als ich dann das nächste Mal, ich habe eben auch die Augen die ganze Zeit geschlossen gehabt, Schlafmaske nach wie vor oben gehabt. Und als ich dann von der Trage dann wieder abgestiegen bin, war ich im Kreissaal. Das liebe Gesicht von der Hebamme hat mich begrüßt und mein Partner war bei mir, was in Corona-Zeiten auch, wie soll ich sagen, was mich sehr beruhigt hat, dass das wirklich auch so funktioniert hat. Ich wurde dann auch noch negativ getestet, das heißt, das war dann so die letzte Hürde in dieser Zeit und somit wusste ich, also das war dann für mich eigentlich so der letzte Punkt, wo ich dann endgültig komplett loslassen konnte und gewusst habe, das wird jetzt gut funktionieren alles. Ab dem Zeitpunkt, wo ich im Krankenhaus war, hat es dann noch 2,5 Stunden gedauert, bis der kleine Mann das Licht der Welt erblickt hat. Diese 2,5 Stunden waren ganz anders eigentlich. Also ich habe mir nicht wirklich was vorgestellt, aber die Hebamme hat mich gefragt, ob ich in die Badewanne will und sie hat dann noch das Badewasser eingelassen. Ich bin in diese Wanne nie gekommen. Ich habe im Endeffekt dann in der Seitenlage am Bett entbunden, so wie es sich richtig angefühlt hat. Ich habe auch wirklich viel stärker tönen beziehungsweise wirklich auch tiefe Schreie eigentlich loslassen müssen, habe meinem Partner, als es das erste Mal passiert ist, auch gleich eigentlich gesagt, weil ich überrascht war, dass das mein Körper irgendwie gemacht hat und diese Gewalt, die man da empfindet, also diese Naturgewalt, diese Energie, die da durch den Körper fließt, konnte mein Körper nicht anders verarbeiten als mit diesem Ton. Und ich habe das auch zulassen, habe meinem Partner nur gesagt, dass mir das nicht wehtut, dass mein Körper einfach macht, also dass ich gar nicht anders kann, als meinen Körper machen zu lassen und dass ich das eben, dass ich keine Schmerzen empfinde. Und das hat mein Partner mir im Nachhinein dann erzählt, dass das sehr, sehr wichtig war für ihn, dass ich ihm das kurz gesagt habe. Und ja, und diese 2,5 Stunden waren dann eigentlich großartig. Also ich habe gemerkt, diese Wellen wachsen ins Unermessliche ziemlich schnell. Also ich war wirklich, ich habe angefangen bei gefühlten 1 Meter hohen Wellen und war dann am Schluss bei gefühlten 30, 40, 50 Meter Wellen und habe mich dann auch selbst motiviert, habe mir das vorgesagt, dass ich das schaffe, habe. Und das war das Großartige, was mir auch die Hebamme dann als Feedback quasi gegeben hat zum Schluss. Oder also nach der Geburt war, dass sie gemerkt hat bei mir, dass ich
starke Wellen verarbeite oder verarbeitet habe und dann in der Pause komplett entspannt habe. Also ich habe wirklich mit der Christin im Ohr, ich habe die Lautstärke so geregelt, dass ich mich, wenn ich wollte, nur auf die Christin konzentriert habe, aber auch die Hebamme oder meinen Partner hören konnte, wenn das irgendwie gerade notwendig war. Also ich konnte das eigentlich dann gut deichseln und ich konnte dadurch, dass die Christin auch immer dieses Kiefer entspannen und diese ganzen Sachen permanent mir vorgesagt hat mit einer Stimme, die ich ihm jeden Tag in der Früh gehört habe, dann auch noch die Hebamme teilweise ähnliche Sachen mir gesagt hat, mich auch nochmal motiviert hat. Auf jeden Fall konnte ich in den Pausen wirklich komplett, also ich habe wirklich probiert von den Fingerspitzen bis in die Zehen komplett zu entspannen und mir da die komplette Energie wieder rauszuholen in den Pausen. Genau, und dann alles wieder zu sammeln und in die nächste Welle zu starten. Ja, und was ich dann gemerkt habe, eigentlich am Schluss, ich habe die ganze Zeit meine Augen geschlossen gehabt, der Kreißsaal war abgedunkelt. Ich habe eigentlich im Nachhinein die Geburt total verwaschen und verschwommen in Erinnerung, so wie wenn man in der Nacht aufs WC geht. Zum Schluss, als dann die Hebamme angefangen hat, Kompressen aufzulegen, habe ich gewusst, okay, es ist Endspurt. Ich habe dann auch den Kopf vom Kleinen getastet. Ich hatte eigentlich nie diese Phase, wo ich gemerkt habe, dass ich keine Lust mehr habe oder dass mir die Motivation fehlt. Das Einzige, was ich nur gemerkt habe, ist, als ich den Kopf getastet habe, dass mir das alles noch sehr, sehr weit weg erschien. Also ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, dass es nur noch ein paar Wellen sind, die zu verarbeiten sind und das Köpfchen war gefühlt noch einfach viel zu weit weg. Es ging aber dann wirklich schnell. Ganz zum Schluss war dann einfach ein extremer Druck und eine extreme Weitung und wo ich gemerkt habe, das geht jetzt dann auch nicht mehr weg. Also da war der Kopf dann einfach schon im Geburtskanal drinnen und das waren dann einfach wirklich nur noch die letzten Presswehen, die letzten Wellen, die zu verarbeiten waren. Da musste ich mir wirklich vorsagen, okay, entspann dich, atme ein, atme aus. Und auch während der Welle, ich habe da wirklich mich selbst motiviert und mir das selbst auch vorgesagt. Die Hebamme hat mich motiviert, die Christin hat mich motiviert im Ohr und dann war es auch schon vorbei. Und ja, also ich bin dann eben noch eine Stunde gelegen und dann nach einer Stunde, eineinhalb Stunden aufgestanden, bin duschen gegangen und habe dann auch beschlossen mit meinem Partner, dass wir nach Hause fahren. Die ambulante Geburt war von Anfang an eine Option, aber mir ging es einfach so gut. Ich war zwar voll mit Adrenalin, aber ich habe mich wirklich so gut gefühlt, als hätte ich Bäume ausreißen können. Und ja, und als ich da unter der Dusche stand, das war total surreal, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, ich habe da jetzt gerade ein Kind geboren und irgendwie habe ich das überhaupt nicht realisiert. Und als wir dann, also um 9:30 sind wir im Spital angekommen und als wir dann um 3.38 Uhr ins Taxi eingestiegen sind mit dem Kleinen, war das Ganze wirklich eine Situation, die ich überhaupt nicht realisiert habe. Ich bin dann auch wachgelegen die restliche Nacht und habe mir den Sonnenaufgang angeschaut und ja, also ich kann das wirklich jedem empfehlen, es war einfach wirklich diese Vorbereitung mit diesem Mentaltraining von Anfang an der richtige Weg. Also sowohl in der Schwangerschaft als auch dann während der Geburt war es für mich ein super Tool, eine super Möglichkeit und da eine selbstbestimmte Geburt zu haben, die definitiv positiv ist. Also bei mir war eigentlich das einzige Mal, wo ich mir gedacht habe, nein, ich habe keine Lust mehr, war dann eigentlich bei der Nachgeburt, wo ich irgendwie gemerkt habe, also ich habe dann auch kurz nach der Geburt eben die Kopfhörer herausgegeben und da war eigentlich das erste Mal der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ansonsten war das für mich
Ja, dadurch, dass ich auch sehr sportlich bin, glaube ich, alles ziemlich verglichen mit einem Marathon. Und das Wichtigste im Nachhinein, glaube ich, ist wirklich, dass man sich von Anfang an auf sich konzentriert und sich dem Körper vollkommen hingibt und das macht, was einem der Körper sagt. Also auch wenn man in die Badewanne vielleicht gehen will, oder das war vielleicht bei mir noch so eine Sache, dass man wirklich ohne Plan in das hineinstartet und dann das macht, was einem der Körper sagt. Thank you.